Der erste Nominierte war Rainer Bode. Rainer Bode ist ein Urgestein der Kulturpolitik, könnte man sagen. Und er hat sich in besonderer Weise hervorgetan in dieser Corona-Situation, und zwar bis heute eigentlich macht er das, indem er die sogenannte Corona-Sprechstunde ins Leben gerufen hat. Und in dieser Corona-Sprechstunde kann man einerseits in regelmäßigen Mails und Newslettern, wenn man sich angemeldet hat, erfahren, was gerade im Rohr ist bei der Politik zur Unterstützung der freien Musikschaffenden und überhaupt der freien Kultur. Man kann sich aber auch andererseits bei ihm persönlich melden und wird beraten zu Themen wie ich bin jetzt pleite, ich muss Arbeitslosengeld 2 beantragen oder die und die Hilfe ist bei mir nicht angekommen oder die Hilfe ist angekommen und ich muss sie jetzt aber zurückzahlen, was soll ich tun, all diese Dinge. Und er macht das jetzt seit fast 3 Jahren in ganz großartiger Weise und hat auch ganz vielen Musikerinnen und Musikern dabei geholfen, überhaupt die Hilfen zu finden, von denen sie sonst vielleicht gar nichts erfahren hätten. Also mit anderen Worten, man könnte fast sagen, er hat sehr vielen Menschen auch den Hintern gerettet, indem er darauf aufmerksam gemacht hat in seinen regelmäßigen Mails. Was gibt es denn? Was könnte man vielleicht beantragen? Und wo gibt es das und ab wann? Das ist unser erster Nominierter, Rainer Bode. Vielen Dank. Genau, ich mache direkt weiter mit unserer zweiten Nominierten, Balbina. Sie ist Sängerin, Komponistin, Liedtexterin und engagiert sich seit vielen Jahren politisch auf einem ganz anderen Spielfeld. Das heißt, weniger Corona-Pandemie und mehr Streaming-Vergütung. Das Thema Vergütung im Musikstreaming ist natürlich auch nochmal durch die Pandemie deutlich als Problemfeld sichtbar geworden für uns, denn klar, wenn wir nicht mehr live spielen können und keine Gigs haben, die uns Geld reinbringen, merken wir, über unsere eigene Musik, über Streaming verdienen wir eigentlich nicht genug. Balbina hat sich dieses Thema schon lange auf die Fahne geschrieben und leistet wichtige Aufklärungsarbeit, also steht immer für Beiträge und Fragen zur Verfügung, und das hat unter anderem dazu geführt, dass die Bundesregierung eine Studie im Umfang von 500.000 Euro in Auftrag gegeben hat. Das heißt, es wird jetzt geforscht, denn wir wissen, im Bereich Streaming-Vergütung ist es vor allem so, dass wir nichts wissen. Und das ist immer das Schlimmste, wenn man sich über Gagen, über Vergütung unterhält, nichts wissen, da müssen wir weg. Und deswegen ganz vielen Dank an Balbina, dass sie in diesem Bereich eine solche Vorreiterin ist. Gut, die dritte Nominierte ist keine Person, sondern ein e.V., ein Verein, der im ersten Corona-Jahr in Mönchengladbach gegründet wurde. Und zwar ist das die Corinna e.V. Ich lese jetzt mal vor. In Mönchengladbach hat sich dieser Verein aus Veranstaltern, Technikern, Musikschaffenden aller Sparten mit Beteiligung von Mitgliedern des Kulturausschusses gegründet. Auch das Theater kam hinzu. Der Verein ermöglichte in der Region plötzlich neue Möglichkeiten für Konzerte, unter anderem Open Air im Hockeypark. Gelder wurden vom Verein beantragt und zur Verfügung gestellt für besondere Projekte in der Stadt und außerhalb. Künstler stellten gemeinsame Projekte für die Region vor und wurden gefördert, gingen in Schulen, in Altersheime und in andere soziale Einrichtungen, um dort Musik zu machen. Das Honorar bezahlte der Verein. Durch die Corinna e.V. wurde der Austausch in der Kulturszene gefördert und es wurde kurzfristig möglich, Unterstützung und Anerkennung auf regionaler Ebene zu bekommen, was besonders in der Corona-Krise sehr wichtig war. Das war Corinna e.V., unsere Corona und Corinna. Genau. Das ist auch ein schwieriger Zungenbrecher. Schönes Wortspiel. Corona e.V. quasi. Genau. Gott sei Dank nicht. Ich mache weiter mit Christian Scheibler. Auch hier wieder wirklich ein Urgestein in der kulturpolitischen Arbeit in Sachsen.
den wir über unsere Kooperation mit dem Tonkünstlerverband in Sachsen, mit dem Berufsverband in Sachsen kennengelernt haben. Er setzt sich bereits seit 17 Jahren ehrenamtlich unter anderem als Geschäftsführer des Berufsverbands für Musik in Sachsen, als Berater von verschiedenen Kommissionen zur Lage der Kultur in Deutschland und in Funktion als Projektleiter der Wirtschaftsförderung für die Verbesserung der beruflichen und persönlichen Existenzbedingungen von Musikschaffenden ein. Es ist also absolut unser Kernthema. Sein besonderer Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf dem Engagement für faire und angemessene Honorare. Da ist er in Sachsen sehr, sehr aktiv. Und ja, wir wissen, das ist mittlerweile auch in anderen Bundesländern und auch auf Bundesebene angekommen. Das ist ein wichtiges Thema. Er ist ein Vorreiter der ersten Stunde. Ja, ich freue mich, dass auch er nominiert ist für den ProMusik Award. Ja, und hier kommen wir dann zum ganz sicher ältesten Nominierten. Das ist Gerhard Baum. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch an ihn erinnern. Er war mal Bundesinnenminister und das war in den 70er Jahren. Der Mann ist jetzt 91 und hat einen Großteil seines Alterswerks, könnte man sagen, der Kulturpolitik gewidmet. Er ist bis heute Sprecher des Kulturrats NRW und ist sehr umtriebig unterwegs. Und Gerhard Baum hat sich in der Corona-Krise für die freien Kultur- und Musikschaffenden in besonderer Weise eingesetzt. Und auf ihn geht im Wesentlichen zurück, dass es die Stipendien in NRW gab. Es gab also mehrere Künstlerstipendien. Und er war, glaube ich, der größte Fürsprecher und hat da viele Türen bei der Politik geöffnet. Und von diesen drei Stipendien wäre das dritte ohne ihn gar nicht mehr zustande gekommen. Also man kann sagen, viele tausend Musikerinnen und Musiker haben diese Stipendien bekommen, die ohne Gerhard Baum nicht entstanden wären. Absolut. Vielleicht sollten wir ihn mal anrufen und nach einem vierten Stipendium fragen. Vielleicht kann er da auch was für uns tun. Ja, wir rufen den Gerhard Baum nach dieser Preisverleihung an. Sehr gut. Dann darf ich die nächste Nominierte vorstellen. Und die ist im Gegensatz zu eben dem ältesten Nominierten die jüngste im Bunde, und zwar Naschi44. Ich persönlich kenne sie von ganz, ganz vielen anderen Preisverleihungen, die ich im letzten Jahr besucht habe. Sie ist im Bereich Hip-Hop eine absolute Newcomerin. Die vietnamesisch-deutsche Rapperin kommt aus Berlin. Und der Musik der Newcomerin zeichnet sich durch eine Mischung aus so persönlicher Haltung, ausgeprägten musikalischen Fähigkeiten und einem starken politischen Bewusstsein aus. Sie versteht sich als Sprachrohr für Personen, die unterrepräsentiert sind und trägt so zu mehr Sichtbarkeit dieser Personen in unserer Branche bei. Und ich finde es sehr schön, dass man an diesen beiden Beispielen schon sieht, wie breit gefächert das Vertreten von freien Musikschaffenden sein kann. Das heißt, wir haben natürlich ganz viel in den letzten 2,5 Jahren über Corona gesprochen. Es gibt aber eben auch ganz viele Newcomerinnen, junge Künstlerinnen, die gerade neu im Business sind, die sich also durch Corona durchgekämpft haben und die sich dann auch noch für Minderheiten einsetzen, ein Sprachrohr sind. Vielen Dank auch an Naschi44. So, dann darf ich wieder einen männlichen Nominierten vorstellen. Das ist schon fast lustig, ne, dass wir das so ohne das uns abzusprechen. Ist das Zufall, Wolf? Ist das Zufall? Das kann doch kein Zufall sein. Ja, der nächste Nominierte ist Matthias Hornschuh. Und Matthias Hornschuh, den kennt ihr alle, obwohl ihr ihn nicht kennt, denn der ist ein vielfach ausgezeichneter Filmkomponist. In Wirklichkeit ist er aber nicht nur das, sondern er ist natürlich auch Musiker. Und er ist, fast könnte man sagen, über all das hinaus ist er Aktivist, der sich seit Jahren, also nicht erst seit der Corona-Krise, für die Interessen der Kulturschaffenden, der Musikschaffenden einsetzt. Und Matthias, der im Grunde genommen aussieht wie ein etwas älter gewordener Student, sitzt aber im Dienste von uns allen sozusagen ständig im Kanzleramt und bei der Kulturstaatsministerin, um für unsere Interessen zu kämpfen.
Er ist ein brillanter Intellektueller, bei dem man beim Telefonieren nach 5 Minuten nicht mehr ganz genau weiß, wo oben und unten ist. Aber das ist ein fantastischer Kämpfer für unsere Sache, Matthias Hornschuh. So, und ich glaube, wir haben schon die letzte Nominierte. Ist das richtig? Das ging aber schnell. Also ich würde jetzt die letzte Person, die wir nominiert haben, vorstellen. Und zwar ist das Nina Graf alias Mio. Sie setzt sich seit langem für die Popmusikszene, aber auch andere freischaffende MusikerInnen ein. Etwa als Mitgründerin der Konzertreihe Ladies Artists Friends. Während der Corona-Pandemie unterstützte sie mit viel Engagement KünstlerInnen, vor allem aus Schleswig-Holstein, als es in Hamburg bereits Förderung gab, sich in Schleswig-Holstein aber noch nichts tat. Also da auch viel Engagement im Bereich Corona-Hilfen. Wir haben das auch bei anderen Nominierten schon gehört. Ganz grundsätzlich legt Nina immer den Finger in die Wunde, macht Missstände sichtbar und arbeitet an Lösungen. Als Independent Artist schaffte sie es trotzdem, sich dauerhaft auch für andere zu engagieren, zum Beispiel als Mitglied bei Rock City Hamburg. Genau, ich finde nochmal, ist total toll, dass die Nominierten sehr, sehr vielseitig aufgestellt sind, dass wir Leute haben, die schon sehr, sehr lange dabei sind, dann Newcomern haben, die im Grunde genommen erst seit 3 Jahren aktiv sind und trotzdem sich auch politisch engagieren. Wir wollen mit diesem Preis eben auch gezielt Musikschaffende auszeichnen oder Organisationen auszeichnen, die sich für unsere Szene einsetzen. Und da gab es ja ein relativ eindeutiges Abstimmungsergebnis. Ja, ihr merkt schon, die Spannung steigt. Verdient haben sie es ja alle, ne? Verdient haben sie es alle, sind alles tolle Nominierte aus unserem Mitgliederkreis. Aber wie es so ist, nur einer kann gewinnen. Ja, die Spannung wächst. Achso, ne? die Spannung steigt. Schon Kevin, kannst du Trommelwirbel? Wir haben hier jemanden engagiert. Okay. Oh ja. Aber ich kann nicht so lange, weil ich ziehe die drei. Das ist gut, wir lernen auch noch was über die Technik. Von 10 Sekunden. Sagst du es oder sag ich es? Ach, mach du das ruhig. Okay, ich hoffe, ich sage es richtig. Oder pass auf. Vorname, Nachname. Okay, oh Gott, okay, alles klar. 10 Sekunden, dann Vorname, Nachname. Der Sieger heißt Matthias Hornschuh. Danke. Perfekt, perfekt, perfekt. Und wir haben auch die wunderbare Eva Forrester, die einmal den Preis hereinträgt für Matthias. I love it. Schön. Genau. Matthias Hornschuh ist der Gewinner des Pro Musik Award 2023. Er ist aber auch der meistbeschäftigste Mann, den ich kenne. Der Welt. Der Welt. Der Welt. Also genau. Elon Musk ist im Prinzip ein Freizeitunternehmer dagegen. Genau. Und er fährt zwar heute mit dem Zug an Frankfurt vorbei, konnte aber leider nicht aussteigen. Das ist sehr, sehr schade, aber... Weil die Kanzlerin wartet? Ach nee, das war früher, genau. Ich glaube, er fährt nach München, von Berlin nach München. Ja. Kanzlerin war schon. Genau. Wir haben aber diesen schönen Preis entworfen und zwar angelehnt, ich glaube, man sieht es, an eine goldene Schallplatte. Genau. Bei der goldenen Schallplatte geht es natürlich immer um Verkäufe. Dementsprechend einfach nochmal zu sagen, in diesem Fall geht es eben nicht um Verkäufe, sondern es geht um die Anerkennung aus der Szene für jemanden, der sich seit vielen, vielen Jahren extrem für uns alle einsetzt und das zum großen Teil aus dem Ehrenamt heraus, auch das nochmal herausgestellt. Vielen Dank, Matthias Hornschuh. Dieser Preis ist der erste Pro Musik Award, den wir vergeben dürfen und wir freuen uns sehr, dass es an Matthias ist. Ja, und wir dürfen vielleicht an der Stelle nicht vergessen zu erwähnen, auch wenn Pro Musik noch am Anfang steht und wir erst seit 2 Jahren aktiv sind, konnten wir dennoch den Preis auch mit etwas dotieren. Es ist also nicht nur ein Symbol, sondern der Preisträger erhält 1.000 Euro als Anerkennung quasi für seine Verdienste um die freien Musikschaffenden. Und das geht einher mit dieser an eine goldene Schallplatte angelehnten Preis. Genau, vielen Dank. Und jetzt hören wir zum feierlichen Abschluss noch einmal Beats and Bows. Wir hatten sie eben schon auf der Bühne.